Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei meinem neuen Dreh. Heute haben wir hier ein Auto, das würde ich eigentlich anmoderieren mit Neuwagen, wenn ich es denn nicht besser wüsste. Aber ich habe noch nie in meinem Leben ein Mercedes der Modellreihe 116 wie diesen gesehen, der sich wirklich in einem fabrikneuen Zustand befindet. Dieser Mercedes ist gebaut worden von 1972 bis 1980 und das Auto hier ist aus dem Baujahr 1976. Es hat sich seinerzeit ein Kleiderfabrikant gekauft und mir ist ehrlich gesagt ein bisschen unklar, wie der es geschafft hat, diesen Wagen so lange in einem solch irren Zustand zu belassen. Ich muss mal die Lampen ausmachen, das ging damals nicht automatisch. Also wenn ihr euch das anschaut, ob das die Karosserie ist, ob es der Chrom ist, das Auto ist wirklich besser als ein Jahreswagen. Also ich weiß, was ich sage. Ich bin durch Zufall auf das Auto gestoßen auf meiner letzten Reise, habe den eigentlich mehr oder weniger an der Ecke stehen sehen. Und ich sag mal, der Besitzer hat von mir auch einen erheblichen Preis verlangt. Wir haben auch viel dafür bezahlt. Aber als ich nachher das Auto hier bekommen habe, das habe ich schon geahnt und auch gespürt, das Auto hat eine Qualität. Also wenn da jetzt 1000 Kilometer auf dem Tacho stehen würden, er hat genau so einen Zustand. Und zwar überall. Ob das der Chrom ist, ob das in der Motorraum ist, also völlig egal. Aber bevor ich euch das zeige, und ich würde euch das gerne gleich mal im Detail zeigen, ein paar Dinge. Also er hat 2,8 Liter Hubraum. Er hat damit eine Geschwindigkeit von 195 Stundenkilometer erreicht, war eine Sechszylindermaschine, damals ein sehr, sehr modernes Aggregat, hat einen Verbrauch, ich sag mal so 12 bis 16 Liter ungefähr. Der Wagen hat eine Mittelautomatik, er hat ein Schiebedach in elektrisch und 4 elektrische Fensterheber, die zeige ich euch gleich noch, und hat Colorglas. Und was natürlich so total toll ist und was dieses Auto so besonders macht, ist, dass der die Farbe Ikonengold hat. Also früher mochten das ja Zigeuner ganz gerne, vor allem wenn die Autos ein bisschen mehr gelaufen hatten mit den dicken Felgen drauf und so. Aber dieser hier, der zeigt sich in einer Qualität, das ist so ein richtiges Creme 21 Auto. Das ist so richtiger Stil der 70er Jahre. Schaut euch mal die Reifen an von Pirelli, schaut euch mal die tollen originalen goldenen Radkappen an. All das ist wirklich wie neu an dem Auto. Ich mache jetzt mal die Tür auf, damit ihr mal genau sehen könnt, warum mich dieser Wagen so total begeistert. Schaut mal bitte hier, schaut mal bitte da in die Türen hinein. Der Wagen ist übrigens im Jahr 2009 zum Service in Sindelfingen gewesen und hat seit erlebt immer nur Service Mercedes gehabt. Wir haben ein komplett lückenloses Checkheft. Der Wagen hat gelaufen 65.000 Kilometer und der Zustand, also ich kann nur vermuten, da hat noch niemand gesessen bisher, da hat auch noch keiner die Tür zugezogen. Also das ist wirklich wie neu, das ist dieses tolle braune Pepita-Muster, Stoff-Original. Radio hat sich damals der Kleiderfabrikant nicht gegönnt, ihr könnt ja da vorne sehen, da ist noch das originale 280 SE-Zeichen, der gehört eigentlich in Radio rein, aber das hat ihm wahrscheinlich sein Buchhalter nicht gestattet damals. Musste also immer ein bisschen pfeifen beim Auto fahren, Musik gab es da nicht. Und was er hier hat, ist dieses originale Schiebedach, das hat er, aber es ist egal, wo ihr da guckt. Der ist ja im ersten Lack, das ist wie bei Auslieferung. Also ich habe an dem ganzen Auto keine Stelle gefunden, wo ich sagen könnte, da ist irgendwas, da hakt was, da ist was nicht richtig. Und ihr könnt jetzt mir mal zuschauen, ich setze mich da jetzt mal rein. Ich schätze mal, ich bin der Erste, der sich da jetzt hinten reinsetzt. Also in diesem Zustand ist das Auto. Schaut euch das mal an, wie das hier alles sich im Zustand befindet. Es ist wirklich fabrikneu und ich glaube, das Auto muss auch immer im Dunkeln gestanden haben, weil der hat keine Sonne bekommen. Der ist wirklich fabrikneu. Schaut euch das mal bitte hier an. Der hat übrigens eine Zentralverriegelung, könnt ihr hier sehen. Also das ist in jedem Detail, ist der Wagen in einem völligen Originalzustand. Kopfstütze hat er gehabt, das war damals mittlerweile Serie bei diesem Fahrzeug. Also auch die Sitze, das merke ich ja auch, die Teppichböden. Also da muss ich wirklich sagen, fabrikneu. Oft ist es ja bei diesen Autos so, dass die schon so ein bisschen gealtert sind, dass der Stoff das nicht mehr mitgemacht, wenn er öfter mal in der Sonne gestanden hat. Das ist einfach ein Neuwagen, was wir hier haben. Also ich fasse es nicht. Also wenn da 5000 Kilometer draufstehen würde, das würde ich glauben. Ich zeige euch jetzt mal noch ein bisschen mehr. Also einmal ein kleiner Blick hier in den Tankdeckel, finde ich auch ganz interessant. Also ich meine, das kann man auch als fabrikneu bezeichnen. Guckt euch das mal an hier. Ich weiß gar nicht, wie der da einmal getankt hat. Also sehen tut man das nicht. So, was völlig schrill ist, ist hinten die Heckjalousie. Hätte ich also früher fürchterlich gefunden. Mittlerweile ist das ja ein bisschen Zeitgeist. Passt wirklich zu dem Wagen. Und das Allerschärfste, der Herr hat fein säuberlich die Verpackung von Gradulux hier hinten rein, hat er reingeschrieben, Mercedes.
für seine Jalousie, das ist die Originalverpackung. Also haben wir hinten drin gefunden. Übrigens noch ein ganz interessantes Detail. Viele dieser Autos hatten ja früher, war ja auch vollkommen schick, diesen Windabweiser. Das ist ganz offensichtlich der originale Windabweiser, der gehört zu dem Auto. Der ist nicht mehr dran. Warum, das weiß ich nicht. Hier gehen wir wieder hinten rein, aber auch der ist noch da. Und hier ist ein Blatt von Daimler-Benz, so eine Erklärung, wie man den Wagen am besten behandelt. Das war hinten auch fast völlig neu hinten drin. Ich lege das mal zur Seite. Schaut euch mal bitte sonst hinten die Fußmatten auch hier. Also ich glaube, dass er seine Kleider anders transportiert hat. Also ich glaube, hier ist überhaupt noch gar nichts transportiert worden. Das ist alles völlig neu. Der einzige Makel, der mir aufgefallen ist, dass die Gummis hier hinten Risse haben. Das ist dem Alter geschuldet, aber das sind die Originalen. Und schaut euch mal das hier oben alles an. Das ist ja alles neu. Das ist überhaupt nicht zu fassen. Ich weiß gar nicht, wie man sowas so lange in so einem Zustand belässt. Na gut, aber es geht weiter auf der Entdeckungsreise mit unserem 116er. Jetzt machen wir mal hinten auf. Originalzustand neu. Der ist nie auf dem Auto gewesen. Der riecht schön nach Gummi. Leider kann die Kamera jetzt nicht riechen, aber der Geruch dieses Fahrzeuges ist durchweg neuwertig. Also wenn wir da 1000 Kilometer draufschreiben und das Auto irgendwo ins Schaufenster stellen, wenn wir jetzt nicht gerade das Scheckheft hätten, was das Gegenteil beweist, dass er 60.000 gelaufen ist, würdet ihr glauben, der Wagen ist neu. Ich laufe jetzt mal ums Auto herum. Seht euch bitte mal die Rückleuchten an. Neuwertig. Normalerweise sind die da, wo der Auspuff ist, also auf dieser Seite, immer so leicht angerußt oder so ein bisschen dunkler. Das ist nicht der Fall. Schaut euch mal den Chrom hier hinten an. Der ist neu. Also es ist mir wirklich, wirklich unbeschreiblich oder unverständlich, wie man so einen Wagen so lange Zeit in so einer Wahnsinnsqualität erhalten kann. Wahrscheinlich hat er irgendwo klimatisiert gestanden, ist nur im Dunkeln bewegt worden. Übrigens nachher auch noch mal was zu den Lampen vorne. Ich glaube, dass der auch niemals auf der Autobahn war, weil die Lampen vorne sind neu. Da ist nicht ein Steinschlag. Jetzt schaut mal bitte hier rein. Paul, das musst du einfach mal zeigen. Das ist unglaublich. Guckt euch das mal an hier. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Neuwagen. So sah so ein Auto damals in der Produktion aus. Und was ich natürlich total toll finde, dieses Ikonengold Metallic, das ist ja echt Zeitgeist. Das ist eine Farbe, die fand man früher nicht immer gut. Mittlerweile ist das für mich Inbegriff der 70er Jahre, das ist die Zeit Creme 21. Einige von euch werden das noch kennen. Aber schaut euch das mal an. Schaut euch diesen tollen Wagen mal an. Also ich glaube, es wird auch nicht wieder die Möglichkeit geben, dass man so ein Auto so überhaupt zeigen kann. Weil sowas gibt es nicht am Markt. Also bitte sehr, da oben weht noch das Ding von den Einfachvorschriften. Das war natürlich nicht dran, das haben wir aber gefunden. Und Paul hat das da mal festgemacht, weil das einfach total witzig ist. Also man kann sich mit diesem Auto wirklich vorstellen, den kaufen wir jetzt gerade neu. Und ich bin hier der Neuwagenverkäufer von Mercedes und ich erkläre euch, was ihr mit eurem Neuwagen alles zu tun habt. Ich setze mich da mal hinein. Zeig euch das mal. Das ist Defrost hier vorne. Eine Klimaanlage hat das Auto damals nicht gehabt. Er hatte auch kein Radio, deswegen dieser niedliche Schriftzug 280 SE in Silber. Das ist die Heizung. Warm, warm. Bewegt sich auch. Erste Klasse, als ob das nie groß bedient wurde. Heizbare Heckscheibe, Schiebedach, was wunderbar funktioniert. Hinten die Beleuchtung. Und im Tachometer hat er jetzt 64.228. Aber eigentlich kann man die 6 da wegnehmen. Das wäre genauso glaubhaft. So, jetzt schaut mal hier. Das ist wahrscheinlich auch nie benutzt worden. Das ist neuwertig. Hier haben wir rausgeholt eben gerade die gesamten Bedienungsanleitungen zum Auto und ein wirklich absolut lückenloses Scheckheft. Also hier ist die Datenkarte. Da sieht man in Altherrenschrift eingetragen 29.06.1976. Datenkarte stimmt auf einen Millimeter. Kommt aus dem Schwäbischen, das passt auch ein bisschen zum Auto. Weißt du was, ich mach mal zu, das zieht hier nämlich ganz böse. Sag mal, das schneit doch schon wieder. Oh nee, ne? So, das schneit schon wieder. Also heute kommt doch alles zusammen. Aber gut, wir machen das jetzt trotzdem zu Ende, weil das ist einmalig. Ja, hier könnt ihr sehen, Autos immer bei Daimler-Benz gewartet worden. Der ist immer bei Daimler-Benz gewartet worden. Komplett vollständiges, lückenloses Scheckheft. Auto befindet sich im totalen Originalzustand und war vor kurzem bei Daimler-Benz in Sindelfingen. Also das ist ein Auto, auch dieses Plastik hier, das ist ja alles schon Plastik, Hartplastik auch hier, das ist nicht verzogen. Ich kenne einige von den Autos, da sieht das nicht mehr so gut aus. Aber ob das hier das Holz ist, das ist wie fabrikneu. Schaut euch das bitte mal an. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Als ob das Auto niemand benutzt hat.
Vier Fensterheber hat er, da haben wir eben, wir haben Schnelldurchlauf beim Reinigen gemacht. Das haben unsere Jungs einfach übersehen hier, dass man den Chrom auch neu hinkriegt. Er ist nun mal 40 Jahre alt. Es funktioniert aber alles, es klappt alles, ist alles da. Tja, so muss so ein Auto aussehen, aber man kriegt es nicht. Ich mache euch jetzt mal vorne die Motorhaube auf, weil das ist auch wirklich sehenswert. Hier unten ist der Hebel zum Ziehen. Steigt mal aus. Also der sieht genauso neuwertig aus, wenn man da reinguckt. Öffnen tut man links und rechts, dann geht er auf. Er hat hier vorne übrigens am Chrom nicht einen einzigen Steinschlag. Das ist fabrikneu. Hier, auch die Lampen, da muss Paul gleich mal zeigen. Guck mal hier, das sind neue Lampen. Da ist nicht ein Steinschlag drin. Das ist wahrscheinlich immer nur 80 oder 90 gefahren oder nicht einmal. Alles neuwertig. Der Chrom, da ist nicht eine Beule, der ist nirgends gegen gefahren. Gar nichts kaputt. So, und wenn man jetzt hier reinguckt, schaut euch mal die Stehwände an bei dem Auto. Schaut euch mal die Matte an hier oben. Schaut euch mal das da hinten an, wie das alles aussieht. Tja, also besser kann man das, glaube ich, nicht machen bei so einem Wagen. Da ist die Einspritzanlage, war damals sehr, sehr modern. 2,8 Liter, hat geleistet 185 PS. War in 9,5 Sekunden auf 100, war eine ordentliche Motorisierung. Die sind ganz gut losgegangen, die Autos. Tja, nur, dass man so einen Zustand findet. Also man könnte ja denken, wir haben heute 1977 und ich preise euch gerade einen Jahreswagen an. So ungefähr ist das ja. Was ich das Tollste finde und ich glaube, was das Auto auch wirklich wertvoll macht, ist diese total irre goldene Farbe. Also das ist so einmalig. Guckt euch das mal an, wie der strahlt. Also ich kriege mich gar nicht ein bei so einem Wagen. Also so ein Auto bekomme ich alle 20 Jahre einmal. Und wenn ihr den Film seht, also wirklich, den müsst ihr wirklich aufheben, weil ich glaube, man kann nie wieder so ein Auto präsentieren, was sich in so einem Zustand befindet. Dann noch diese schönen Radkappen. Das ist ja, als ob er direkt aus dem Prospekt kommt. Und so fährt er sich auch. Wir haben heute ein bisschen schlechtes Wetter. Ihr seht das, glaube ich, es hat geschneit und dann haben sie heute Morgen Salz gestreut. Deswegen fahre ich damit jetzt nicht auf der Straße rum. Auch wenn ihr da unten reinguckt, das ist alles neu. Also Rostansatz oder irgendwie sowas habe ich nicht gefunden. Weder an den Lampen, sehr oft gerne hier vorne, aber wenn man sich das hier so anguckt, da sind sie immer angefangen. Nee, das ist alles original und wirklich fabrikneu. Also ich bin ganz ehrlich, mir ist nicht ganz klar, wie der das geschafft hat, den Wagen so lange in so einem Zustand zu erhalten. Das ist wirklich eine Besonderheit. Aber schaut euch das mal an. Das Auto ist doch wirklich göttlich. Also hier ist auch noch mal ganz kurz gezeigt, egal wo man da guckt, es ist alles wirklich neuwertig. Das ist die Original-Türverkleidung von Mercedes. Es ist egal, an welchem Detail man hier guckt, es ist alles absolut neu. Der hat nicht eine Macke, nicht eine Stelle und der ist nicht nur in einem guten Zustand, der ist fabrikneu. Da haben unsere Jungs wieder nicht gewischt. Das muss jetzt schneiden. Aber es ist wirklich nur Staub. Also das ist so ein bisschen Staub, aber wenn man das wegmacht, ich habe das eben weggemacht mit dem Finger, dann ist was Neuwertiges. Das ist übrigens hier, das hat man sich damals geleistet, die Fensterheber da hinten, die elektrischen. Aber ich habe so den Eindruck, da hier sowieso noch keiner gesessen hat. Ich glaube, den hat noch nie jemand benutzt. Auch die Einstiege, neu. Guckt euch das hier vorne, Teppichböden, neu. Das ist eigentlich alles neu. Unglaublich. Also wenn ihr solche Autos seht oder kennt in der Richtung Strich 8er oder schöne SL oder Pagoden, müsst ihr mich gleich sofort anrufen. Solche Autos kaufe ich sofort, denn wir wissen auch, dass sowas immer weggeht. Ach ja, das müssen wir nochmal zeigen. Habt ihr den Sound gerade gehört? Also das müsst ihr euch wirklich nochmal, das waren ja damals so ziemlich die dicksten Türen, die Mercedes gebaut hat. Hört euch das mal an. Bom, zu, nicht? Das war wirklich auch der Klack, auch wenn es aufgeht, das Schloss. Das ist eine Mercedes-Tür. Und wie gesagt, nirgends ein Rostansatz, nirgends mit den Füßen kaputt gemacht. Also, da bin ich fast sprachlos, muss ich wirklich sagen. Also, ich knie mich immer ungern hin, weil ich ja weiß, wir haben immer gute Autos. Und wenn die oben gut sind, seht ihr das unten meist auch. Aber jetzt knien wir uns mal hin für euch. Schau mal da drunter, das ist auch alles neu. Also, hier aus einem neuen Auspuff, der ist wahrscheinlich bei dem Service bei Mercedes gemacht worden. Das Auto ist von unten genauso wie von oben. Alles neu. Wahnsinn. Jetzt tun mir die Knie weh. Ein tolles Ding. Also ich verstehe auch gar nicht, wie der die ganze Zeit bewegt hat, dass er nicht einmal irgendwo gegengefahren ist. Die Stoßstangen, hast du das gesehen? Neu. Da ist nirgends eine Beule drin, gar nichts. Wirklich gar nichts. Ganz großes Kino. Ein ganz großes Mercedes-Kino. Und ich glaube, für Mercedes-Freaks, für die echten Mercedes-Freaks unter euch, also das ist ein echtes Highlight hier. Das gibt es bei uns auch nicht jeden Tag. Und dann in dieser Farbe, also wenn der jetzt weiß wäre oder blau, ich weiß nicht, wäre das alles nicht ganz so spannend. Aber so ein Auto in Gold mit Tabak in, klasse.
richtig klasse. Das zeigt die Zeit, 70er Jahre, Mitte 70er Jahre. Also das zeigt auch, dass den Eigentümern viel dran gelegen war, den Wagen sehr, sehr lange sehr, sehr gut zu erhalten. Also um das Auto hat man sich wirklich gekümmert. Und ich glaube, da war nicht der Marktwert entscheidend, sondern der Wagen als solches, weil der immer schon so hervorragend gepflegt war. Das haben offensichtlich die nächsten Besitzer, ich denke, das waren Sammler, auch erkannt. Also ich weiß jetzt nicht, wie das passiert ist, aber Steinschlag hat die nicht. Die ganze Scheibe ist fabrikneu. Das Einzige, was mir auffällt, er zieht minimal Luft hier oben. Ganz, ganz bisschen, das musst du vielleicht mal zeigen, einen halben Zentimeter, aber das sieht man gar nicht. Ansonsten ist die Scheibe neu. Also ich vermute, der ist immer nur 60 gefahren, sonst kann sowas so nicht aussehen. Der hat aber einen Chrom, der hat nicht einen Schlag, gar nichts. Gar nichts, überhaupt nichts. Auch in den Spiegeln, ich weiß das, ich habe ja so ein Auto auch schon gehabt, dann siehst du so kleine Dinger drin, wenn du schneller gefahren bist, das ist fabrikneu, der Spiegel. Also es ist wirklich, bei den meisten Autos ist das ja so, je länger man guckt, umso schlechter werden die. Und ein gutes Auto erkennst du daran, je länger man guckt, umso besser wird er. Je länger du guckst, und wir sagen, ist ja unglaublich, ist ja auch perfekt. Und so muss man beim Autokauf vorgehen. Je länger ihr guckt, geht das Ding entweder nach unten oder nach oben. Also der hier, der wird immer nur noch besser. Und man fragt sich wirklich, wie kann ein Auto 45 Jahre in dem Zustand bleiben? Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Also wenn ihr sowas auftut oder wisst oder kennt, bitte bietet mir das an. Ihr tut mir wirklich einen persönlichen Gefallen damit. Das bereitet mir echte Freude. Das sind so die Highlights meiner beruflichen Karriere. Ich kriege jetzt wieder Ferraris nächste Woche und Rennwagen und wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Aber so einen völlig originalen Mercedes, wo noch nie einer dran rumgefummelt hat, der völlig original ist, das begeistert mich mehr als alles andere. Da vorne, Paul kann das mal zeigen, haben wir ein Rolls-Royce, auch ein ganz tolles Auto. Wenn wir ein Rolls-Royce Cabriolet in einer wunderschönen Farbe, da muss noch was dran gemacht werden. Natürlich auch toll, alles begeisternswert. Aber sowas hier, der wirklich, also als ob ich jetzt gerade in Sindelfingen bin und setze mich da, ich kriege gerade erklärt, als ob ich mein neues Auto gerade vom Band abhole. So ist das hier. So ein Auto ist das. Also, das hat mir wieder Spaß gemacht. Heute konnten wir nicht ganz so viel fahren, aber ich glaube, wir haben euch eine Menge zeigen können, weil das ist ein wirkliches Highlight. Das ist was ganz Außergewöhnliches, eine echte Rarität wieder mal von Cargold. Ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, Wetter wird demnächst besser, da können wir bessere Fahrfilme wieder machen, es ist auch trocken draußen und so. Freue mich auf euren nächsten Dreh mit euch zusammen, euer Stefan Luftschütz, bis demnächst, alles Gute und ciao.